Hi, wisst ihr, was ich komplett vergessen habe? Dass ich ja super viele super coole Hundevideos habe, in denen ich auch schon mal super viel erklärt habe über Sachen, die ihr vermutlich gar nicht wisst, egal ob ihr Hundefans seid oder nicht. Und deswegen werde ich die jetzt alle nacheinander immer mal ein bisschen updaten, ein bisschen schicker machen und hier hochladen. Heute kommt das erste davon mal wieder, und zwar Ausflug mit Penny in unseren Garten. Da geht es vor allem darum, was macht man mit einem wirklich, wirklich aufgeregten Hund mit einer enormen Erwartungshaltung? Wie geht man mit dem auf eine Ausflug? Wie geht man aus der Tür raus? Wie geht man ins Auto? Wie steigt man aus dem Auto aus? Wie verhält man sich an dem Ort, der so aufregend ist, wo man ankommt? Denn da machen super viele Leute alles falsch. Denn der Clou ist leider so ein bisschen kontraintuitiv, nämlich Ruhe bewahren. Es fällt schwer. Es ist gerade bei ADHSlern mit der Ungeduld eine Krux. Deswegen ist mein Hund auch nicht perfekt erzogen, ne? Weil ich zu ungeduldig bin. Aber ich weiß zumindest die Theorie. Und hier zeige ich euch in einem Video, was ich vor 2 Jahren oder so gemacht habe, den gesamten Weg von mir zu Hause in meinen Garten und wie ich dabei mit einer damals noch sehr, sehr aufgeregten Penny umgehe, um ihr zu zeigen, easy, gibt keinen Grund für so viel Stress. Bitte schön, Raketenköter-Content. So, Klassiker. Ich will eigentlich rausgehen. Und der Hund ist super aufgeregt. Wir waren eben draußen für eine normale Runde und jetzt gehen wir außer der Reihe, was für aufgeregte Hunde immer schwierig ist, Sachen, die außer der Reihe passieren, gehen wir außer der Reihe nochmal raus, weil wir jetzt eigentlich aufs Land fahren wollen. Und ich habe den Hund angeschnallt. Und ihr seht, was passiert. Wenn ich jetzt rausgehen würde, guck mal nur Richtung Tür, dann rennt sie vor, dann will sie da unbedingt hin. Super zappelig. Das ist eine Energie, die uns exakt nirgendwo hinbringt. Deswegen, und das fällt sehr vielen Halterinnen schwer, inklusive mir, ist jetzt aushalten. Schon wieder aushalten. Dem Hund, ich gucke sie jetzt extra nicht an, die Kamera guckt sie an, zu zeigen, das bringt dich nirgendwo hin. Das ist der Fehler, den wir alle im Alltag machen, zu sagen, ja, oh, das nervt, ich habe jetzt keine Zeit für, dann gehen wir halt. Aber dann ist das Energielevel vom Hund halt auch enorm. Und je höher die Energie ist, desto mehr Energie wird dann draußen draufgelegt. Sprich, ich muss den Hund jetzt erstmal in so einen Zustand von weniger Energie bringen. Und das mache ich einfach durch hier rumstehen. Es macht Sinn, auch nochmal das Gegenteil zu machen, also nicht rauszugehen, sondern einfach durch die Wohnung zu latschen. Guck, die ist jetzt so ein bisschen, hey, was soll denn das? Ich dachte, wir gehen raus. Und ich sage, nee, 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 du bist mal alleine. Das heißt noch lange nicht, wir gehen raus. Das heißt, wir laufen hier ein bisschen rum. Nochmal kurz gucken. Ah, seht ihr, und habt ihr vielleicht gehört, hat sich geschüttelt. Das bedeutet, die hat Stress. Die weiß jetzt nicht, was das soll, und hat den Stress abgeschüttelt. Das ist der Beweis dafür, dass zu viel Energie drin ist. Aber auch schön, dass sie versucht, die abzuschütteln. Ach, die Geräusche von Raketenhunden. Wir können auch am Körper sehen, der Schwanz ist noch ganz oben, die ist noch nicht entspannt. Vielleicht hocke ich mich hier sogar hin. Ah, sogar gebellt. Alles nicht cool. Wenn ich jetzt rausgehen würde, würde sie im Treppenhaus bellen, wäre sie aufgeregt im Treppenhaus und wäre, wenn wir auf die Straße kommen, die Hölle. Ist einfach so. Wenn wir jetzt rausgehen und uns unten auf die Straße stellen und ich die Haustür aufmache, dann würde die den Nächstbesten, der vorbeikommt, anfiepen. Nicht anfiepen, sondern anbellen. Einfach weil da so viel Energie drin ist und die muss irgendwo hin. Also, Hunde müssen lernen, auszuhalten. Guck mal, die Rute geht ein bisschen runter. Die meckert immer noch, aber das ist auch so ein bisschen, weil sie es kann und weil sie es gewöhnt ist. Siehst du, jede Bewegung macht den Schwanz wieder hoch, der Hund ist wieder aufgeregt. Mache ich nicht mit. Ich gucke sie nicht an, ich gucke extra demonstrativ, das seht ihr nicht, ich gucke extra demonstrativ zur Seite, guck mal, jetzt will sie gestreichelt werden, sie will, dass irgendwas jetzt passiert. Da mache ich aber nicht mit. Wenn sie mich jetzt das nächste Mal anstupst, mache ich demonstrativ die Hand weg, um ihr zu zeigen, das bringt dich nirgendwo. Ich habe wieder weggeguckt. Ich meine, es wird jetzt gleich ein langes Video. Wir sind schon bei 3,5 Minuten. Aber you get the picture. Lasst euch Zeit. Geht nicht raus, wenn ihr super dringend raus müsst, sondern nehmt einfach, rechnet 20 Minuten extra ein, nur um den Hund runterzubringen. Ich kann euch jetzt nicht die ganze Zeit dabei teilhaben lassen, wie wir miau. Aber guckt mal, Schwanz ist schon unten. Wir sind ein bisschen beruhigt. Sobald ich jetzt aufstehe, wird sie wahrscheinlich wieder aufgeregter.
Aber guck mal, wer versucht, sich zusammenzureißen. Nee. Nice. Na, das war eine ganz kleine Korrektur. Ein klassisches L. Gut. Hi. Fast zu aufgeregt gelobt. Super. Nice, Lob. Sehr gut. Und manche Hunde müssen auch bei offener Tür warten. Nee, zurück. Siehst du, ich sag doch, sobald die Tür aufgeht, wird die aufgeregt werden. Also bleibt die Tür offen, aber wir gehen nicht raus. Bis wir hier die gleiche Energie haben, wie wir sie da hinten hatten. Einfach aushalten. Aushalten, dass der Hund so ist. Nicht mit hektisch werden. Das überträgt sich so schnell, der eigene Stress auf den Hund. Also stehe ich hier, als wäre es mir kackegal. Und glaubt mir, es ist nicht kackegal. Ich möchte eigentlich gerne los. Ich habe hier eine schwere Tasche, die gleich nerven wird. Ich will einfach zum Auto, damit der Hund die Klappe hält. Und genau da muss man einfach eingreifen und sagen, nee, nee, geht nicht. Wir müssen ein bisschen warten. Ihr seht, die Route geht ein bisschen runter. Es ist eher so ein ritualisiertes Meckern jetzt. Aber die Energie ist nicht mehr so hoch. Hi. Na das nehme ich doch. Na, jedes sich mit mir beschäftigen und wenn es nur kurz gucken und so einen Strebersitz anbieten. Ich brauche jetzt keinen Sitz, aber sie weiß, dass Sitz immer für gute Sachen sorgt. Super. Und bleib. Jetzt gibt es kein Futter, weil sie bei dir nimmt. Oh, sehr viel Stress, stimmt's. Super. So. So. Und sitz. Nice, und warte. Warte. Nee. Gut. Okay. So, wollen wir es mal versuchen? So. Hi, gut. Super. Wir gehen sortiert die Treppe runter. Gut. Oh, das ist ja komplizierte Tasche. Naja, you get the picture. Das ist übrigens ein Deal, das geht klar für mich, dass sie die Treppe runterrennt, weil sie automatisch an der nächsten auf mich wartet. Zurück. Nice. Okay, Leute, ich muss hier mal aus dem Treppenhaus raus mit der schweren Tasche. Raketenköter sind so schlau. Das ist toll an denen und anstrengend an denen. Wir haben es aus dem Hausflur raus geschafft, weil ich zu ungeduldig war wegen der schweren Tasche, sind wir nicht super entspannt rausgegangen, aber wir hatten ein Energielevel von, sagen wir mal, 4 von 10. Damit habe ich es auf jeden Fall zum Auto geschafft. Jetzt sind wir im Auto und wir haben jetzt gerade, bisher lief die Autofahrt gut, der Hund saß hinten drin und wusste, ah ja, immer wenn wir im Auto sind, passiert ja eh nichts Aufregendes, aber weil sie nicht blöd ist, peilt sie halt voll, wenn wir von der Autobahn runterfahren, weil ich dann langsamer werde, weil ich anfange Blinker zu setzen und alles. Und jetzt sind wir gerade von der Autobahn runtergekommen und ich wollte euch das eigentlich zeigen, aber es ist jetzt aus Gründen schon wieder vorbei. Sofort war die aufgeregt, stand da hinten, hat gefiept, die ist angeschnallt hinten natürlich, aber stand, hat gefiept, hat aus allen Fenstern geguckt, hechelt, ne, Zeichen von Stress, nicht notgedrungen, dass dem Hund warm ist. Eine Umleitung. Das ist nicht cool. Wie komme ich jetzt dahin?
So, ich blinke. Ihr seht immer, wenn ich blinke, wird der Hund aufgeregt. Auch nicht so eine geile Sache. Aber was machen wir da? Wir ignorieren es. Alleine, dass ich in einem super entspannten Ton mit euch jetzt gesprochen habe, hat eben, bevor wir wieder geblinkt haben, dafür gesorgt, dass der Hund dachte, ah, okay, alles ist ganz normal. Ich beschäftige mich überhaupt nicht mit ihr. Ihr seht, das Stresslevel steigt. Und ich mache nichts. Ich habe früher nach hinten korrigiert, also nur mit einem Ey oder Nee, ne? Oder ich habe sie belohnt, wenn sie entspannter war. Aber wenn man halt selber die Karre fährt, ne, ist es halt auch ein bisschen problematisch, sich mit dem Hund zu beschäftigen die ganze Zeit. Also macht man das, was natürlich ist, und beschäftigt sich nicht mit dem Hund. Einfach damit die lernt, ja, nur weil ich einen Blinker gesetzt habe und hier ab und zu abbiege, bedeutet das nichts. Du kriegst von mir dafür nichts, du kriegst vom Leben dafür nichts. Es lohnt sich einfach nicht. Wir müssen jetzt noch ein Stückchen fahren, vor allem diese komische Umleitung. In der Zeit wird der Hund vermutlich wieder ein bisschen runterkommen, weil einfach nichts passiert. Ne? Das ist ja auch eine Erwartungshaltung. Ne? Die denkt, oh, okay, irgendwas passiert. Und ich zeige, nö, es passiert wirklich super selten was im Leben. Und wenn, bin ich schon dabei und zeige dir, wie man das handelt. Die weiß jetzt vermutlich auch, dass wir aufs Land fahren, weil wir selten Auto fahren zusammen. Und wenn, fahren wir aufs Land. Und Christoph ist auf dem Land. Normalerweise fahren wir zusammen hin. Und der ist aber gestern schon vorgefahren mit dem Fahrrad. Die weiß also, da ist der coole Garten. Da ist der super coole Typ. Ich kann da rennen. Die hat einfach eine krasse Erwartungshaltung. Und die müssen wir trotzdem ein bisschen eindämmen. Denn wir müssen das wie mit kleinen Kindern. Wir müssen Auto fahren. Wir müssen da erst hinkommen. Also, ich fahre jetzt hier einfach weiter, gucke die mit dem Arsch nicht an, kommentiere nichts, was sie macht, um nicht aus Versehen diese Aufregung zu bestärken. Denn das wisst ihr sicherlich schon, ist ja auch gang und gäbe. Aber alles, was man dem Hund gibt, kann als Verstärkung des Verhaltens gelten. Ne? Allein den Hund anzugucken, wenn er sich daneben benimmt oder nervig ist, sorgt dafür, dass der Hund denkt, hat sich gelohnt. Weil die Hunde lieben uns, die finden Aufmerksamkeit gut. Ich finde Aufmerksamkeit auch gut. Da kann man tatsächlich nur gegenarbeiten, wenn, oh bitte fahr mich nicht tot, indem man das eben nicht belohnt. Und damit man nichts falsch machen kann, macht man einfach gar nichts. Und natürlich wird der Hund auf gar keinen Fall den ganzen Tag ignoriert, sondern nur in Situationen, in denen er sehr aufgeregt ist, damit man ihm eben, wenn man ihm keine Alternative bieten kann, und ich kann ihr jetzt keine Alternative bieten, im besten Fall, habt ihr ja auch in dem Treppenvideo gesehen, gibt es vielleicht einen Sitz oder wir schnüffeln ein bisschen, irgendwas, was dafür sorgt, dass sie runterkommt. Aber ich fahre gerade Auto, ich kann nicht dafür sorgen, dass sie runterkommt. Und nicht jeder hat noch einen Ehepartner dabei oder was auch immer. Also, ihr seht, der Hund ist verschwunden, sitzt jetzt hinter mir, hat sich beruhigt, weil ich sie ignoriert habe. Just saying. Lohnt sich. Hoffentlich finde ich da jetzt hin. Oh, ey, beim Autofahren können wir immer die besten Gedanken. Wir fahren immer noch auf der Straße geradeaus, auf der wir eben waren. Der Hund ist jetzt eigentlich die ganze Zeit ruhig gewesen, weil ich jetzt angefangen habe zu sprechen. Ist hier noch mal kurz gekommen. Aber mir ist bei der Gelegenheit eingefallen, wie einfach im Grunde das Problem zu sehen ist. Ne? Also jetzt ist die Aufregung da, weil ich rede. Und normalerweise rede ich nicht allein im Auto. Und das könnte, allein das triggert schon die Aufregung von Penny. Aber es war im Grunde eben ein sehr guter Beweis für mich, und ich weiß das eigentlich schon, dass wenn man einfach geradeaus fährt, ist alles easy, so ein Hund weiß dann meistens, es passiert nichts. Aber wenn man dann eben an Ziel ankommt, bei sich zu Hause im Kiez, im Garten, am Hundeplatz, muss man meistens irgendwo abbiegen. Man wird langsamer, man blinkt. Und das sind im Grunde schon Trigger für den Hund zu wissen, wow, okay, Hundeplatz zu Hause, whatever, wo ihr gerade hinfahrt. Das zeigt dem Hund, gleich passiert was Aufregendes, und dann werden die eben aufgeregt. Ne, man kann auf der einen Seite kann man sagen, ja, es ist ein bisschen egal, ich werde euch gleich zeigen, wie das ist, wenn wir ankommen im Garten. Wenn wir da die eine Straße reinfahren, ist die Durchdrehung groß. Und ich könnte das trainieren, ich kann euch auch sagen, wie. Ich mache es aber nicht, weil das so selten ist und ich gleichzeitig denke, auch ich weiß nicht, die ist halt aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt. Ich freue mich auf den Garten. Ich freue mich auf meinen Mann. Das würde ich ihr schon durchgehen lassen, wenn das allerdings super heftig ist und halt bei jedem Blinker setzen, was bei uns sich im Sommer ein ganz bisschen etabliert hat und was mich nervt, dann gibt es natürlich eine Möglichkeit, das zu trainieren, nämlich dem Hund einfach zeigen, nur weil hier ein Blinker gesetzt wird, jetzt werde ich langsamer, weil wir in einem Ort sind, und guck, habt ihr gesehen, guckt der Hund nicht an. Was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Hier ändert sich doch die Geschwindigkeit. Ne? So, wie man das trainieren könnte oder wie ich mir überlegt habe, dass ich es mit Penny trainieren würde, wäre, Achtung, ich muss kurz mal gucken, wo wir sind und wo wir lang müssen, wäre einfach super häufig im Kiez oder wo ihr Leute nicht nervt, blinken und abbiegen.
ohne Scheiß, Hund hinten rein und alle Nase lang immer abwechselnd längere Strecken fahren. Also ich meine, für die Umwelt ist jetzt nicht so geil mit der Karre, ne? Aber wenn ihr Auto fahren müsst mit Hund und das nervt, dann muss man das halt machen. Und dann einfach, Moment, ich setze einen Blinker. Vielleicht seht ihr auch gleich, dass der Hund auch gleich wieder denkt, ah, jetzt passiert was, ich werde langsamer. Ihr seht, die wird sofort aufgeregt. Nervo. Jetzt muss die Mutti sich kurz mal konzentrieren, damit die Mutti nicht den falschen Weg fährt. Ah, das war, glaube ich, schon der falsche Weg. Und schon geht die Fieberei los, seht ihr? Schon weiß ich nicht, wo ich lang muss. Ich muss gucken, ich habe eine unregelmäßige Bewegung mit dem Auto. Ich blinke, ich werde langsamer, jetzt ist grün geworden, ich werde schneller. Das stresst den Hund. Also, um darauf zurückzukommen, wie wir das trainieren, macht das super häufig. Fahrt mit dem Auto durch Vororte in eurer Stadt oder durch eure, wo immer ihr wohnt, und fahrt super häufig. Blinkt und werdet langsam und biegt ab und ignoriert den Hund dabei komplett, bis der merkt, macht das eine halbe Stunde lang, bis der Hund merkt, ah, blinken und langsam werden und so ändert nichts, dann passiert nichts, sondern ne, das soll zur Gewohnheit werden für den Hund, so wie es eben Gewohnheit ist beim Autofahren. Nur weil jemand blinkt, heißt es nicht, dass sofort ein Hundepark in der Nähe ist, sondern es bedeutet halt nur, dass man die Spur wechseln muss. Ich werde mich so verfahren jetzt, weil ich mit euch rede. Ah ja, hier ist der Getränke Hoffmann, da ist, ja, das finden wir schon, das ist ein Kreisverkehr, den wir hassen. Seht ihr, ich blinke, ich werde langsamer, der Hund wird aufgeregt. Also, was man, ja, ihr habt es verstanden, richtig? Setzt euch eine halbe Stunde in die Karre ohne Ziel und fahrt einfach immer nur rechts und links. Werdet langsamer innerhalb der Straßenverkehrsordnung, werdet schneller, bis der Hund einfach irgendwann aufgibt und denkt, ja, augenscheinlich bedeutet Blinken jetzt nicht mehr, dass man irgendwo ist. Also dass quasi die Momente, in denen geblinkt und die Geschwindigkeit verändert wird, ohne dass man an einem Ziel ankommt, häufiger sind, als der Erfolg, dass ihr an einem Ziel ankommt. Versteht ihr, was ich meine? Der Hund soll einfach, das ist so richtig so Gegenkonditionierung. Bisher denkt er, Blinken und langsam werden bedeutet, wir sind gleich am Ziel, ich werde aufgeregt, und ihr bringt ihm bei, blinken und langsam werden bedeutet gar nichts. It's part of Autofahren. Na, gönnt euch das. Jeden Tag eine halbe Stunde, und daran liegt es eben immer. Ne? Es bringt nichts, wenn ihr das einmal eine halbe Stunde macht. Das, da wird sogar wahrscheinlich noch relativ schwer. Wenn ihr aber eine Woche lang jeden Tag im Auto so oft blinkt und durch die Gegend fahrt und vermeintlich ankommt, ohne anzukommen, wird der Hund irgendwann merken, es lohnt sich überhaupt nicht, sich so aufzuregen, weil danach kommt ja gar nichts. Und das ist irgendwie der Knackpunkt. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Wir stehen jetzt an einer Ampel und ich will euch nur kurz zeigen, was passiert, wenn ich den Blinker setze. Zack. Die saß eben die ganze Zeit brav da, hat gewartet, weil wir warten. Sobald ich den Blinker setze, wird die aufgeregt und geht dahin. Das ist komplett mein Fehler. Ich müsste das so, wie ich es euch eben gesagt habe, eigentlich trainieren. Weil wir so selten Auto fahren, mache ich es einfach nicht. Das ist Kacke und dann muss ich mich nicht wundern. Und das ist auch nicht so super schlimm, aber es könnte schlimmer werden zum Beispiel. Ne? Und deswegen ist es auch gut, dass ich diesen Kanal mache, weil ich dann selber wieder motiviert werde, die eigentlich so einfachen und auf der Hand liegenden Sachen zu machen. Weil das bringt was, ich schwöre, sonst gäbe es keine Hundetrainer. Das ist einfach ganz schlichte Psychologie. Man versteht, was ein Hund will, und man arbeitet dagegen oder dafür oder mit dem Hund. Man muss es halt nur machen, und man muss es, das ist echt das Nervige, man muss es häufig machen. So, damit dass diese Erfahrung, die alten Erfahrungen, die der Hund hat, überschreibt. Dass der Hund sich quasi gar nicht mehr daran erinnert, wie, wenn geblinkt wird, drehe ich durch, habe ich doch schon seit einem Monat nicht erlebt. Ne? Das muss man dann eben üben. Das mit allen anderen Sachen, mit Sitzen, mit Impulskontrolle, alle möglichen Sachen. Ich wollte nur noch mal kurz beweisen. Ich war gerade kurz, dachte ich, oh, jetzt macht es nicht, aber hat sie gemacht. Bam. So, Fuchs, wir sind jetzt kurz vorm Ortseingang. Wir befinden uns auf einer glatten Hauptstraße. Wir fahren geradeaus. Ihr seht, der Hund ist halbwegs gechillt da hinten. Aber ich werde jetzt langsamer und werde demnächst blinken und auf einen sehr unruhigen Weg fahren, von dem sie dann automatisch wissen wird. Ah, siehst du, geblinkt. Jetzt müssen wir hier kurz stehen bleiben, weil da ein Auto ist. Ne, eben noch alles gechillt. Zack, die blinkt. Die haben die Straße neu gemacht. Geil. Hi, geil. Aber es ist halt so ein Weg. Ne? Und spätestens bei dem weiß sie genau, wo wir sind. Und ihr seht komplette Durchdrehung.
schütteln alles. Stress, Stress, Stress. Ich will weg, ich will weg. Meine Leine ist zu kurz. Ich muss mich bewegen. Ja, was für mich schlau wäre, wenn ich das nicht wollen würde, dann würde ich mich morgen hier 20 Minuten lang den Weg hoch und runter fahren. Anhalten, blinken, abbiegen, losfahren und so weiter. Bis sie merkt, nur weil hier geschüttelt wird, sind wir nicht gleich bei Christoph. Allerdings ist das jetzt halt genau der Fall. Sie weiß das und ich trainiere jetzt gar nichts mit ihr. Zeige euch aber gleich, wie man mit einem so aufgeregten Hund am Ziel seiner Träume, und in dem Fall ist das Ziel der Träume unser Garten und Christoph, wie man damit umgeht. Ach, für die 3 Sekunden mache ich jetzt die Kamera nicht nochmal aus. Oh Gott, ich hoffe, der Ton ist nicht total scheiße. So, wieder wird die Geschwindigkeit verringert, wegen rechts vor links. Zack, sofort guckt der Hund, was ist denn hier los? Gleich blinke ich nochmal und biege ab. Wieder wird die Geschwindigkeit verringert. Guckt mal, was der Hund macht, wenn ihr was seht. Ne, spätestens jetzt weiß sie alles klar. Wir sind da, wir sind da, wir sind da. Wir haben hier noch 10 Meter. Christoph hat das Tor schon aufgemacht. Ich fahre auf unser Grundstück und zeige euch, wie man vernünftig aussteigt mit einem aufgeregten Hund. So, ich bin ausgestiegen. Ich mache noch schnell das Tor zu, damit der Hund nicht abhaut. So, und was ist mit dem Hund? Ich höre ihn schon fiepen. So, das Erste, was wir jetzt nicht machen, ist die Tür auf und den Hund raus. Geht auch nicht, weil sie festgeschnallt ist. Aber guckt mal, wer gerne raus will. Das hat sie schon lange nicht mehr gemacht, weil eigentlich wissen wir, wie man gut aussteigt. Aber das war jetzt relativ krass. Ihr seht, wie viel Energie der Hund hat. Und genau da machen wir wieder nicht mit. Jetzt geht es um Aushalten. Ich schnall sie ab. Nur weil ich es kann, weil ich weiß, sie wird jetzt nicht rausspringen. Ihr schnallt den Hund erst ab, wenn der nicht sofort rausspringt. Super. Das ist ein typisches Ding bei Benny. Die weiß eigentlich exakt, was sie machen soll. Es fällt ihr nur so wahnsinnig schwer. Aber es ist schon mal ein Vorteil, denn ich habe 4 Jahre lang gebraucht, damit sie zumindest weiß, was sie machen soll. Und ihre, ja, du bist toll. Ne, sie beschwichtigt ein bisschen, weil sie wirklich gestresst ist und eigentlich gerne raus will. Und jetzt versucht sie zu schummeln. Und ich sage, nee, geh mal wieder zurück. Danke. Wir machen erstmal eine Schnur ran. Und dann passiert erstmal nichts. Du bleibst bitte da. Wenn sie jetzt rausspringen würde, würde ich sofort sagen, nee, bleib bitte da. Macht's aber nicht, weil wir das schon geübt haben. So, wenn die mir jetzt ruhig genug ist und mir reicht das erstmal. Eure Hunde werden vielleicht zappliger sein. Ah, jetzt hat sie Christoph gesehen. Hier ist die Freude natürlich größer. Leider nein. Ich warte noch ein bisschen, bis da mehr Ruhe kommt. Ich werde sie jetzt gleich mit einer sehr ruhigen Bewegung aus dem Auto bitten. Ich sage nicht, okay, shoot, was auch immer, sondern ich zeige ihr einfach nur gleich mit der Hand. Du kannst rauskommen, aber mehr passiert nicht. Und dann bleibe ich sofort stehen, die Leine bei etwa, was ist das jetzt hier, ein Meterchen oder was, fixiere ich. Und was ihr sehen werdet, ist, dass sie sofort in die Leine gehen wird und dann aber merken wird, ah, hier ist eine Grenze und dann warte ich erstmal, bis sie sich schüttelt. Das wäre das Erste, was ich will. Also, Achtung. Guck, ich zeige ihr das ganz langsam. Ganz langsam zeige ich ihr mit der Hand. Komm raus. Genau. Zack, wie gesagt, sie versucht in die Leine zu gehen. Und will jetzt dahin. Da hinten ist nämlich Christoph. Und schütteln. Wie ich es gesagt habe, erstmal ankommen. Ihr bleibt einfach hier genau stehen, bis die Energie runtergegangen ist. Und keine Sorge, das ist nichts, was man immer machen muss, sondern wenn die es erstmal schnallen, dann schnallen sie es. Aber man muss es halt eine Zeit lang machen. Also, wir stehen hier. Ich will Christoph eigentlich auch gerne Hallo sagen. Hier, ich halte die Leine fest. Sie will dahin. Ich sage, du kannst machen, was du willst, aber hier ist Schluss. Du hast nur 1 Meter. Die wird sich wahrscheinlich gleich nochmal schütteln, weil die ganz angespannt ist. Jetzt ist da hinten was Aufregendes. Ihr dürft auch nicht vergessen, was so ein Garten alles bedeutet für einen Hund oder generell ein neues Gelände. Ne, die will alle möglichen Sachen gucken. Die will gucken, ist Christoph noch da? Ist irgendwo Futter? Sind die Frisbees noch da, wo sie das letzte Mal waren? Wie viele Katzen waren in der Zwischenzeit hier und haben mein Gebiet beansprucht? Was ist sonst noch passiert? Es gibt so viel zu schnuppern und so. Und guckt, was ich mache. Ich halte mit aller Kraft einfach die Leine fest. Die kommt da nicht weiter. Ich ziehe nicht an ihr, ich bestrafe sie nicht, ich korrigiere nicht, sondern ich setze eine Grenze, beziehungsweise die Leine setzt eine Grenze. Und ihr wartet und ihr wartet und ihr wartet.
Na, jetzt hat sie gepeilt, okay, ohne Sarah geht's wahrscheinlich nicht weiter. Was will denn die von mir? Orientiert sich an mir. Und ich zeig ihr, ich will eigentlich nur, dass du hier rumstehen bleibst. Das ist jetzt wirklich schwer für die, weil Christoph quasi fast im Sitzen hier sitzt und die will wirklich dahin. Aber guck mal, wer nicht mehr an der Leine zieht. Jetzt sitzt sie auch noch. Ja, das ist der Papa. Ne? Aushalten, aushalten, bis das Level sich ein bisschen senkt. Einmal schütteln hätte ich schon gerne noch. Was auch hilft, ist auf der Leine stehen, die nicht festhalten. Stehen mit einem Knoten drin, damit der abgestoppt wird, damit man nicht aus Versehen mit der Hand doch zieht oder Energie überträgt oder so. Und weggucken von dem Hund. Nur weil du hier dringend sein willst, bedeutet das noch lange nicht, dass das auch passiert. Ich könnte hier den ganzen Tag stehen. Damit das jetzt nicht ewig dauert, das sollte eigentlich ewig dauern, aber ihr wollt ja auch zu Potte kommen, gehen wir los, sobald ein bisschen mehr Ruhe ist. Da, ihr seht ein Jaulen, ein Gähnen, Quietschen, so viel Energie drin. Aber die Leine ist locker, ne? Zumindest macht sie, was ich will, aber es fällt ihr sehr schwer. Wir gucken mal, ob wir da in Ruhe hingehen können. Das ist etwas, was sie einfach schon gelernt hat, dass wenn sie jetzt lospest, kommt sie sowieso nicht weiter. Hey, komm mal zu mir. Lopp. Hi, gut. So, was man jetzt im allerbesten Fall macht, ich bin ehrlich gesagt zu faul dazu, ist einmal durch den Garten gehen an der Leine. Denn das will sie eigentlich auch machen. Ne? Sie will jetzt eigentlich gern alles kontrollieren. Wo ist alles? Und können wir auch machen, aber soll sie nicht alleine machen. Machen wir zusammen. Sprich, meine Leine hat ein Ende und wir gehen da lang, wo ich will. Ich will mal hier gucken, was hier passiert ist. Was war denn hier los? Guck mal, neue Blumen. Wir können doch zusammen den Garten erkunden. Ich muss sie doch jetzt nicht losmachen, weil wenn ich sie losmache, wäre sie weg. Dann würde die hier hysterische Runden drehen, versuchen alles gleichzeitig zu schnuppern. Stattdessen gehen wir zusammen. Ich erfülle also ihr Bedürfnis, Sachen zu kontrollieren. Ne? Wir wollen immer das Bedürfnis vom Hund erfüllen, aber zu unseren Konditionen. Also latschen wir hier schön zusammen. War hier eine Katze? Penny, komm mit, komm. Ich ziehe nie an der Leine, ich versuche sie einzuladen. So, was ist denn hier los? Und so nähern wir uns jetzt auch unauffällig Christoph, wo sie nämlich eigentlich hin will. Ihr seht, die ist okay, die zieht nicht. Und jetzt begrüßen wir ganz ruhig den Christoph, der ganz brav ist und uns nicht Hallo gesagt hat. Schnuff, gut machst du das. Penny? Penny? Jetzt wird sie ein bisschen aufgeregt, weil da Christoph ist und ich würde sie eigentlich hinlassen, aber wir wollen es ja vernünftig machen. Deswegen zeige ich euch, nö, wenn der Hund aufgeregt wird, werden wir ruhig. Wir sind sehr nah dran, Christoph ist nur noch so 4 Meter entfernt. Das kann die gar nicht aushalten, dass der sich da von alleine bewegt und nicht zu ihr kommt. Langsam. Hey, 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 hey. Ihr seht, ich ziehe nicht an alleine. Ich will, dass er von alleine kommt. Hi, komm. Penny. Auch hier, es ist super schwer, das auszuhalten. Ich kapiere das komplett, aber it's worth it. So, wir versuchen. Ach, jetzt ist doch noch der Rasenmäher. Und neben dem Rasenmäher ist Christoph und wir versuchen uns jetzt ganz ruhig dem zu nähern. Christoph, bleib bitte stehen. Schön. Okay. Ne, das wollen wir nicht. Deswegen macht Christoph auch nichts. Das wird nicht belohnt. Wenn du bis hier gekommen bist, dann könntest du einfach das geheime Lineal als Zeichen von ich habe durchgezogen posten. Und du könntest dir auch diese Videos noch angucken. Oder bitte. Ich habe sogar eine ganze Playlist.